herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, schau mal, wir sind wieder hier in unserem kleinen süßen Safari-Park, beziehungsweise bei unserem Dörfle. Und beim letzten Mal haben wir nicht so gute Neuigkeiten erfahren müssen, denn einerseits haben wir gute Sachen natürlich erfahren, nämlich haben wir Dennis tatsächlich, überzeugen können zu gehen, indem wir ihn einfach ein bisschen getrollt, veräppelt haben, wie man es nennen möchte. Du hast dich nämlich als Safari-Park, Spezialist ausgegeben und hast ihn einen Job angeboten, den er angenommen hat, und der schwimmt jetzt irgendwo ganz weit hier weg. Also bis der merkt, dass dieser Safari-Park eigentlich gar nicht existiert, hoffentlich weiß er nicht mehr, wie es zurückgeht, weil sonst haben wir ein richtiges Problem. Aber andererseits, das ist mal die gute Nachricht, nämlich haben wir die ganze Zeit Nils versteckt vor Dennis, denn der einzige Kompromiss von Dennis war ja, dass Nils gehen muss, damit auch die Löwenmama zurückkommt. Und wir haben die ganze Zeit Nils hier versteckt und er ist einfach weg und wir haben ihn seit einen Tag jetzt komplett gar nicht gesehen. Wir dachten ja, der ist irgendwie vielleicht was essen, was trinken, bei Lea, keine Ahnung. Ist er aber nicht. Und wir haben jetzt ein richtiges Problem, wenn wir ihn nicht finden, weil er ist der Einzige, der sich richtig mit der Heilung von Tieren auskennt. Stimmt. Und andererseits natürlich auch derjenige, der das hier mit gegründet hat. Kann ja nicht sein, dass der hier einfach weg ist dann. Wir müssen ihn unbedingt wieder finden, Kate. Das ist wirklich ganz und gar nicht gut. Oh, stimmt. Okay, ich würde sagen, wir reden erst mit Lea. Die ist auch schon hier vorne. Das heißt, sie ist nicht, beziehungsweise gerade ist keiner beim Ticketschalter. Hallo Lea, wie geht's dir? Hallo. Hey, ich bin auf der Suche nach Nils. Ich habe ihn einen ganzen Tag nicht gesehen. Wo ist der denn? Wir wissen leider auch nicht, wo Nils ist. Wir haben ihn ja vor Dennis versteckt und seitdem ist er nicht auffindbar. Vielleicht sollten wir mal irgendwie die Insel irgendwie vielleicht ein bisschen begutachten. Vielleicht ist er irgendwo und hat sich verletzt. Nicht, das dass er wirklich irgendwo unten in so einem Graben liegt oder so. Also wenn du ihn siehst, dann sag uns auf jeden Fall Bescheid. Dann müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ich halte meine Augen offen. Wir haben nebenbei eine anonyme Spende bekommen. 2 Elefanten und ein paar Kleinigkeiten. Könnt ihr euch um die beiden kümmern und ihnen ein Gehege bauen? Ja, können wir machen. Oh, okay, warte das mal. Das ist toll. Lass direkt nach vorne gehen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 2 neue Tiere im Safari-Park. Das ist schon sehr cool. Aber, oh nein, wenn es jetzt den Elefanten nicht gut geht, sollen wir denen dann ein Pflaster drauf machen oder was? Wir können denen ja gar keine Medikamente geben. Das stimmt. Ich bin mir nicht ganz sicher, Kate. Aber vielleicht geht es den Elefanten auch gut und wir müssen sie nicht verarzten. Okay, wir können auf jeden Fall ein neues Gehege für die Elefanten bauen. Das könnten wir richtig, richtig doll groß bauen. Das muss auch richtig groß sein. Oh nein, guck mal, da sind die Elefanten schon. Moment, da steht Spende. Okay, interessant. Ich würde gerne wissen, wer jetzt hier die anonyme Spende getätigt hat. Aber okay. Hallo. Süß, die kleine Edi. Cute, cute, cute. Vielleicht bekommen wir auch irgendwann nochmal irgendwie Zuwachs oder sowas. Und hier haben wir jetzt noch ein paar Sachen. Wir haben Knochen, Heu, Bälle und Cookies. Warte, ich nehme mir 2 mit. Du kannst auch 2 gerne nehmen. Ja, ich nehme auch 2 mit. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur kurz überlegen. Wo machen wir denn jetzt das Gehege für die Elefanten hin? Hier haben wir die Strauße. Hier haben wir die Löwen. Wir könnten entweder hier die Treppe weiter nach oben machen und dann hier vielleicht in der Art irgendwo was machen. Aber schon sehr steil, ne? Das stimmt. Vor allen Dingen ist auch relativ eng hier insgesamt. Vielleicht können wir hier direkt am Anfang das hier ein bisschen blattwalzen und dann hier für die Elefanten ein Gehege hinmachen. Das ist auch das ganz cute, oder? Idee. Stimmt, ja, hier vorne dieses kleine Gebiet. Ja. Ja, ja, dafür müssen wir auf jeden Fall relativ viel Erde abbauen. Ja. Das wird cool. Okay, und wir können wirklich ein super, super schönes Gehege für die Elefanten bauen. Okay, dann mache ich erstmal hier die ganzen Bäume weg, dass wir auf jeden Fall genügend Platz haben. Der Baum muss eigentlich auch weg. Und dann machen wir das wirklich sehr, sehr, sehr groß. Aber das wird cool aussehen. Und irgendwann sollten wir uns dann auf jeden Fall, wenn auch Nils wieder da ist, uns darum kümmern, dass wir die Brücke anfangen, die wir schon Ewigkeiten bauen wollten. Stimmt, ja, ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee. So, okay, also wir haben zumindest schon mal so ein bisschen was gemacht. Okay, Wissen ist vielleicht untertrieben. Also das Gehege steht so grob. Innen drin würde ich auf jeden Fall noch gerne was ein bisschen machen. Also ich glaube jetzt nicht, dass Elefanten so einen krassen Rückzugsort von im Sinne von so einer Höhle brauchen, glaube ich jetzt nicht. Aber vielleicht, wenn ihr euch da besser auskennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann würden wir vielleicht hier auch noch so eine coole kleine Höhle hinmachen. Ich habe jetzt hier noch eine Tür, dass wir natürlich auch raus und rein können.
Wo soll ich denn die hinmachen? Hier? Vielleicht, ja, genau. Ja, hier auf die Seite. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, weil dann haben wir auf jeden Fall was Gutes. Ja, bitte. Wir müssen unbedingt noch eine Art kleinen See oder Teich reinbauen. Ja, stimmt. Das ist süß. Okay, guck mal. Oh, hast du noch ein bisschen Cleanstone? Kannst du vielleicht hier drumherum das so machen? Ich glaube, das ist schöner, als wenn wir nur so einen hätten. Warte, ich mache hier ganz kurz hier das ganze Gitter weg. So. Und dann können wir schon mal gleich die Elefanten reinführen. Oh nein. Hey. Oh, sorry. Okay, zack, danke. Und zack, sehr gut. Ah, von innen bräuchte ich mir noch einen Lever. Aber ich glaube, kriege ich das. Ich kann einen machen, warte. Aber oh, ich kann eh keinen machen. Schau mal, wollen wir vielleicht hier vorne im Gebiet so einen kleinen See machen, wo die drin planschen können? Ja, warte. Habe ich auch eine Schaufel? Nee, habe ich nicht, aber okay. Da kannst du gerne mal so einen kleinen Dings hier machen. Wir können auch gerne, das finde ich eigentlich ganz cool, so ein bisschen noch Sand hinlegen und Gravel. Da gucke ich mal ganz kurz. Ich hole mal noch so ein bisschen Heu raus, was in der Kiste auch in der Spende war. Das ist ganz cool. Und vielleicht das Bällchen könnte auch sogar ganz cute sein eigentlich, ne? Stimmt, also der Fußball oder sowas vielleicht. Ich könnte einen hinlegen. Ja, wir haben hinten auch noch welche drin. Hast du den jetzt rausgenommen? Ja. Okay. Schau mal, dann mach ich hier auf jeden Fall ein bisschen Wasser rein insgesamt. Ja, ich lege dir mal hier so ein bisschen zu Essen hin. Das sind so kleine Essenshaufen, würde ich sagen. Oh ja, das ist sehr süß. Hier wird alles schön gefüllt insgesamt. Da können sie immer ein bisschen planschen. Ich hoffe, das gefällt denen. Oh nein. Ja. So, hier. Sehr gut. Okay, der kleine süße See ist fertig insgesamt. Das ist nice. Heu hätte ich auch ein bisschen. Ich mache noch mal ein bisschen hier hin. Ja, so. Bone Meal habe ich vielleicht. Nee, habe ich gerade nicht. Doch. Ich gucke mal, ob ich noch Bone Meal finde. Wenn hier alles gewachsen ist, dann können wir uns auf jeden Fall hier noch so ein bisschen was Schönes anpflanzen. Ein paar Blümchen und alles. Und, nein, das ist da. Ich wollte überall so ein bisschen Gravel und Sand hin machen. Ah, okay. Ich glaube, das ist ganz hübsch eigentlich. Und das sieht so schön aus mit dem Wasser. Jetzt haben wir überall noch so ein bisschen Gravel und Sand drin. Ne? Hier haben wir auch natürlich den Fußball und den Basketball. Und ich würde sagen, wir haben jetzt hier so ein bisschen Platz gelassen. Wir können jetzt mal gucken. Ich gebe dir mal ein Seilchen. Bitte schön. Ja, danke schön. Da müssen wir die noch rausholen. Ich hoffe natürlich, dass sie sich auch anleihen lassen, die kleinen Funkies. Und dann können wir sie wieder in ihr neues Zuhause bringen. Das ist so viel und so groß. Warte mal. Kommt der durch? Nein, der kommt da nicht durch. Kommt der jetzt da durch? Der ist groß, Epic. Lass den Arm. Der ist breit. Ah, lass ihn doch, Moment. Oh, nicht die Kleine. Ja, hier, jetzt müsste er rausgehen können, oder? Ich hier entlang. Oder ist immer noch zu groß? Ja, doch, nee, passt. Okay, komm mit, mein Kleiner. Die sind riesig. Die sind so süß. Guck mal, wie cute die sind. Okay, und die können wir jetzt wieder in ihr neues Zuhause bringen. Und wir brauchen natürlich auch noch für die Namen. Das heißt, wenn ihr natürlich wieder Namensvorschläge habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann können wir die beim nächsten Mal wieder benennen, wie die ganzen anderen Tiere. Stopp, okay, vielleicht soll ich jetzt erstmal ganz kurz, ich kann mal gucken. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen Iron Bars. Ah, hast du schon direkt abgeleitet? Ja. Warte. Das klappt ganz gut. Ja, ich habe meinen noch dran. Warte. Ich kann dir helfen. Ja, danke schön. So, du machst den Rest. Dann mach ich hier mal ein bisschen höher. Dann habe ich ihn abgeleitet. Ich kann jetzt hier raus, kann hier wieder zumachen. Perfekt. Kann hier nicht zumachen. Irgendwas stimmt hier nicht so ganz mit der... Ah, der Hebel ist noch aktiviert von der anderen Seite. Ja, ich weiß gar nicht. Ja, irgendwas stimmt da auf jeden vielleicht Fall nicht. Vielleicht machen wir Knöpfe gleich mal hin. Oder vielleicht innen drinne zumindest eine Pressure Plate. Oder draußen meine ich natürlich. Stimmt. Wäre auch ganz okay. Und jetzt haben wir einfach Fundies hier. Das ist sowieso cool. Vielleicht könnten wir irgendwie nochmal hier irgendwann vielleicht eine Glasscheibe oder so hinmachen, obwohl man sieht es ja eigentlich auch schon ganz gut, oder? Das stimmt, ja. Das ist so cool, wenn man jetzt hier in unseren Safari-Park reinkommt, hat man hier sofort die Katze und hier hat man schon Elefanten, wie süß. Das ist so, so cute und ich habe richtig Hunger. Also entweder wir sollten nach Hause gehen, was essen holen. Ich habe noch ein paar Melonen. Oh, ich habe noch ein paar Cookies tatsächlich. Stimmt, die Kekse, okay. Ja, dann esse ich noch ein bisschen von dem, aber ich glaube, die Kekse spare ich mir tatsächlich auf. Die waren sehr lecker. Okay, dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier die ganzen Sachen noch weg und dann sollten wir auf jeden Fall heute gucken, dass wir nach Nils suchen gehen. Vielleicht können wir einfach wirklich mal die ganze Insel abkunden. So, wir haben alles weggemacht. Ich habe übrigens auch mal mein Inventar ein bisschen aufgeräumt. Wir haben jetzt hier nur noch wirklich Holz und Steini, Quarz ein bisschen, alles Wichtige. Okay, ich habe leider kein Schwert, das heißt, ich gehe einfach mal mit meiner Spitzhacke voraus. Wo lang wollen wir aber laufen? Irgendwo müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas finden, was uns weiterhilft. Vielleicht können wir mal nach da. Also ich meine, da ist ja das Dorf. Da hinten ist ja kaum was. Also eigentlich nur noch auf der linken Seite von dem Ganzen hier. Ich bin erstmal voll ins Wasser geplumpst. Katja. Oh nein. Schön. Danke. Oh, danke schön. Hier ist was.
Hier sind Spuren. Moment mal, das ist aber eigentlich was Gutes, weil ich meine eigentlich nicht gut, aber Spuren heißen ja immer, dass sie irgendwo hinführen, oder? Das stimmt. Und Kater, weißt du was? Was denn? Die ist richtig ganz schwindelig. Die ist schwindelig? Ja. Da sind weitere Spuren. Oh, tatsächlich, es geht okay, hier weiter. Okay, wenn es dir schlechter geht, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Moment hier ist mal. Eine Spur. Da sind noch mehr Spuren. Okay, wo geht die Spur hin? Ich weiß, da ist noch eine Spur. Oh, oh. Okay. Wir sind auf jeden Fall irgendwas auf der Spur, aber was sind wir auf der Spur? Und wohin geht das? Okay, vielleicht gibt es noch ein paar Flecken sicher hier. Oh nein. Und wir können mal gucken, falls sie schwindlig ist, hast du auch Bauchschmerzen oder sowas? Ein bisschen, ja. Mir geht's ganz und gar nicht gut. Wir können mal irgendwie... Da hinten sind Spuren! Wir können auch zur Not wieder zurückgehen und wir können mal gucken, ob vielleicht bei Nils in der Krankenstation für die Tiere noch irgendwas ist für dich. Das stimmt. Hier sind jetzt Spuren... Wo, wie weit Spuren? Geht das denn hier bitte? Haben wir auch noch Spuren. Hier geht es jetzt weiter nach unten. Da sind welche. Guck mal, es geht da lang. Und jetzt ist es. Oh da Gott, sind was? Mir ist ganz und gar nicht gut insgesamt. Echt nicht? Ist dir wirklich schlecht? Ja. Oh nein, was soll ich Hilfe holen oder irgendwas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott, mir wird richtig ganz schlecht insgesamt. Oh. Epic, warte mal. Ich kann dir, wenn du möchtest, irgendwie was holen. Epic? Hallo, alles gut? Oh, ich glaube, Epic ist in Ohnmacht gefallen. Was ist das denn? Okay, warte, ich muss ganz kurz gucken. Da hinten waren Spuren. Sind hier irgendwo auch noch Spuren oder irgendwas? Aber nee, ich muss eigentlich wieder zurück. Ich kann jetzt nicht schauen. Ich gucke auf jeden Fall jetzt, dass ich zu Lea komme. Oder dass ich ihm irgendwie einen Heilungstrank gebe oder irgendwas. Okay, ich muss mich auf jeden Fall beeilen und ich muss auch den Ort wiederfinden. Okay, ich bin fast wieder beim Dorf. Moment mal, da ist Lea. Ich habe ein ganz großes Problem. Epic ist irgendwie in Ohnmacht gefallen oder so. Ich kann ihn auf jeden Fall nicht mehr ansprechen. Moment, was ist genau passiert? Hat er was Bestimmtes gegessen oder so? Wir haben so Kekse bekommen, die waren in der Spende drinne, aber an denen kannst du dich irgendwie liegen. Die riechen aber seltsam, diesen Geruch kenne ich, das ist Gift. Gib ihm schnell Medizin, damit wird es ihm kurze Zeit besser gehen. Da muss ein Heilmittel her. Okay, warte mal, ich guck mal. Vielleicht kann ich ihm einfach ein paar Schmerzmittel geben oder irgendwie, ich weiß nicht so ganz. Wir hatten hier auf jeden Fall für die Tiere Schmerzmittel, aber da muss auf jeden Fall der Epic jetzt durch. Diese Kekse schmeiße ich auf jeden Fall weg. Wenn da irgendwo Gift drin war, dann wollte uns wirklich jemand eventuell vergiften und hat es geschafft, dann bei Epic. Okay, ich gebe ihm jetzt ganz, ganz schnell die Schmerzmittel. Dann kann er hoffentlich wieder ins Dorf kommen. Und dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie herausfinden, was das für Gift war, damit wir das Heilmittel ihm besorgen können. Und ich sehe ihn schon. Moment mal, ich gebe ihm ganz kurz ein paar von denen. Und hoffentlich kann er sie irgendwie zu sich nehmen. Epic, bist du wach? Hallo! Ja, geht's dir besser? Oh Gott, was ist denn hier los? Epic, du wurdest vergiftet. In den Keksen waren Gift drinne. Und dir geht's jetzt nur eine kurze Zeit besser. Wir müssen ganz, ganz schnell ins Dorf. Oh nein. Hast du immer noch Bauchweh? Ja, mir geht's ganz und gar nicht gut. Was okay. ist denn hier los? Das ist ja richtig mies und fies. Das heißt auch, dieser anonyme Spender hat auf jeden Fall dieses Gift extra reingemacht. Der wollte, dass wir vergiftet werden. Das ist ganz und gar nicht gut. Moment hoffentlich. Mal, Kater, du hattest ja richtig doll Glück, dass du keinen Keks gegessen hast. Das stimmt. Oh, hätte ich ihn auch gegessen, dann wären wir vielleicht beide in Ohnmacht gefallen und keiner hätte uns gefunden. Okay. Wir gehen jetzt ganz schnell ins Dorf, damit du dich ins Bett legen kannst. Und dann müssen wir irgendwie herausfinden, was in dem Gift drin ist, weil sonst können wir dir leider kein Heilmittel geben. Oh, das stimmt. Das ist ja richtig dummies und fies. Okay, leg dich ganz schnell ins Bettchen. Wir haben ja unsere Betten hier wieder. Oh nein, du tust mir echt so, so leid. Oder setz dich hin, wie du möchtest. Okay, Leute, also wir müssen irgendwie gucken, wie findet man denn heraus, naja, was das für Gift ist, was im Epic drin ist. Ich kann dir ja nicht irgendwelches Heilmittel irgendwie geben. Oh nein, also wenn ihr Ideen habt, schreibt sie gerne uns. Und ich hoffe, dass es dir dann beim nächsten Mal direkt besser geht. Und dann können wir vielleicht auch den Spuren folgen. Ja, mir geht's ganz und gar nicht gut. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.